Ja, dann spielen wir Beyond the Wall. Wie jedes gute Abenteuer geht jedes Fantasy, ja, Abenteuer, jedes Epos in einer Taverne los. Wir haben ein eigenes Dorf, was natürlich geschützt wird von einer Dorfmauer und das Ganze ist natürlich bevölkert von vielen, vielen Menschen. Weiß ich nicht, wie viele ungefähr, vielleicht 200, vielleicht 300. Es ist ein kleines Dorf. Wie es am Ende aussieht, das entscheiden wir mit dem Charakterbau, denn wir haben auch noch keine Charaktere. Aber wir haben schon ein paar Klassen verteilt. Und zwar, ich muss gerade mal schauen, Nico Hieros darf beginnen. Sie spielt Aela Schröter. Genau, Was ich bin bist die du? Hilfstierhüterin und ich wohne quasi bei der Dorfhexe und kümmere mich um ihre Tiere und werde von ihr angeleitet, mich ja, mit den Tieren zu beschäftigen. Und aus irgendeinem Grund hält die Hexe mich für überlebenswichtig und zieht mich allen anderen vor. Wahrscheinlich, weil ich das Mädchen bin und viel cooler als alle. Genau, daran wird es liegen. Gut, dann haben wir eine Hilfstierhüterin. Wir machen weiter mit Gunnar Donnerschlag Perlinger. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Ritter der Gruppe und ich lebe wahrscheinlich im Dorf und beschütze das Dorf vor Gefahren außerhalb des Dorfes. Und Behauptet bin er. ein strahlendes Vorbild für alle Kinder. Der ist ja langweilig. Apropos Kinder und Dorfheld, du bist natürlich ein Möchtegern-Ritter. Wir spielen ja die Dorfjugend, also 15, Alles 16 klar. Jahre. Dementsprechend werden wir jetzt auf das erste Abenteuer ziehen und du bist natürlich ausgebildet, hast natürlich schon Heldentaten vollbracht, aber das ist dann sowas wie ein Kaninchen retten. Genau. Wir machen weiter mit Hans Steinhardt. Wer bist du? Ich bin Hans und ich kann's. Ja, ich bin Oh! der Nein, örtliche stopp! Vorsteller. Meine Damen, meine Herren, es freut mich, wie immer, hier am Feuer zu sitzen mit euch zusammen. Ach, es ist so schön. Unser Dorf ist das beste Dorf. Habt ihr schon die Geschichte von der alten Runzel gehört? Und ihrer Funzel? Der örtliche Schausteller. Wie heißt denn unser Dorf? Wissen wir das schon? Müssen wir uns auch noch überlegen. Kornschilfen. Make Kornschilfen great again. Mit Hans wird das gelingen. Ja, Michael Weber. Michael genannt, aber Michel gerufen. Weber ist der ja, mittlerweile nicht mehr gar so junge Lehrling der Hexe, den sie sich erwählt hat, der aber das Gefühl nicht loswerden kann, dass sie zu Aela irgendwie immer ein bisschen netter ist. Obwohl sie doch gar nicht der Lehrling ist, sondern nur auf die Tiere aufpasst. Du spielst ein Hexenschüler. Gut, und dann haben wir noch den großartigen Schoko, der noch keinen Namen gewählt hat. Was spielst du? Ich bin der fromme Akolut und befreie die Sünder von ihren Sünden. Oder berate ihn zumindest davon ab. Auf dem Scheiterhaufen, wenn es sein muss. Sag Bescheid, wenn du noch einen Namen brauchst. Ansonsten kannst du dir natürlich auch selber einen aussuchen. Wir beginnen aber mal mit dem ersten Auswürfeln, das dann auch. Ja, nicht nur euch prägt, sondern auch das Dorf. Und wir fangen wieder von oben an. Aela darf ganz gerne als Hilfstierhüterin einmal beschreiben, wie deine Kindheit war. Alles Einen klar. W12 brauchen wir dafür, bitte. Oh, eins. Alles klar, das ist irgendwas Blödes bestimmt. Du bist eine Waise. Das Leben war hart für dich. Oh. Aber jetzt kriege ich irgendwelche fetten Attributsboni. Und zwar plus 2 WE. Was ist das? Sollte Sinnkraft? wahrscheinlich Weisheit sein. Alles klar. 2 Konstitution und 1 an Intelligenz dazu. Finde ich gut. Genau. Dann haben wir ein Symbol dort oben drauf. Das bedeutet, du müsstest mal bitte ein Dorf, ja, beziehungsweise nicht Dorf, du müsstest mal bitte ein Gebäude erschaffen, was auch immer das ist. Vielleicht die leerstehende Hütte von deinen Eltern. Warum auch immer die tot sind, das müsstest du dir auch nochmal überlegen. Vielleicht die Hexenhütte, in der du groß geworden bist. Was für ein Gebäude möchtest du erschaffen? Ich denke, da würde sich die Hexenhütte anbieten. Ich glaube, die wird später gesetzt. Nö, die kann auch jetzt gesetzt werden. Bei Wenn mir du ist es sie jetzt egal. setzen Möchtest du das willst. lieber machen? Sie traut mir nicht. Ich merk's schon.
Das ist ja auch nur klug. Ja, nee, dann nehme ich die Hexenhütte mit dem angrenzenden Stall, wo sie ihre Tiere hält. Dann nimm doch mal bitte das Zeichentool und dann kannst du freihändig oder auch mit einer tollen Form kannst du dann das Haus setzen. Die Taverne ist wie gesagt immer in der Mitte und drumherum in irgendeinem Abstand organisiert sich dann dieses Dorf. Ja, einfach mal freihändig die Hexenhütte hineinzeichnen. Na, gut, wenn du jetzt das ein bisschen außerhalb, irgendwo am Wald oder an der Mauer, an der Wall, vielleicht auch dahinter, wir wissen noch nicht genau, wo die Wall dann verläuft, ja, kannst du mal malen. Gut, dann machen wir währenddessen weiter mit Benjamin Leon. Unser Akolut hat mittlerweile einen Namen und auch du darfst mal bitte etwas über deine Kindheit erzählen. Ja, warte mal. Das will man mir natürlich wieder nicht laden. Gib mir mal eine Sekunde. Mach mal erst wieder anders. Dann machen wir weiter mit Gunnar Donnerschlag, dem möchte gern Ritter. Dann würfel ich mal. 9. Dein Vater, deine Mutter haben alte Geschichten bewahrt. Dein Kopf ist voll von ihnen. Ja, ich bin aufgewachsen mit Vater und Mutter, wie üblich, bei den meisten. Und die hatten mir natürlich, speziell der Vater hat mir Geschichten über Drachen und wie man sie tötet erzählt und Geschichten aus ferner, von fernen Landen. Ich bekomme 2 Intelligenz, ein Charisma und einen Weisheitspunkt dazu. Oh, und die Fertigkeit Volksweisheiten. Ah ja. Genau, die kannst du dir dann auch schon mal notieren und ansonsten kannst du deine Attribute um die jeweiligen Punkte schon mal anheben. Auch du darfst ein Gebäude kreieren. Mach ich gleich. Gleich los. Was willst du denn bauen? Wahrscheinlich das Haus deiner Eltern? Einfaches Gehöft oder einfacher Bauernhof, wie auch immer, vermute ich mal sowas. Ja, weiß ich nicht, wenn du in einem Bauernhof groß geworden bist. Wahrscheinlich, ja. Mit dem Select Move, Draw. Genau, oben links kannst du freihändig zeichnen und da kannst du dann ähnlich wie das, wollte gerade sagen, Isarun, ähnlich wie das Aela gemacht hat, kannst du dann. Probier mal Draw Shape. Und dann kannst du freihändig zeichnen. Das ist schlecht bei mir. Das ist völlig egal. Ich nehme Free Draw Shape, das heißt, da kriegt man ein bisschen gerade hin. Ach Quatsch, komm, trau dich. Oh Gott. Muss nicht hübsch sein. Ja, das hatte ich das Hexenhaus ist auch krumm und schief. Siehst du, das gehört das muss aber sagen, auch. Das ist auch ein Hexenhaus. Aber die schwarze Katze ist sehr schön. Die Form ist riesig. Sieht aus wie eine Maus. Also gut, was ist das für ein riesiges Tier, das du da hütest? Während du zeichnest, gehen wir mal weiter zu Hans Steinhardt. Ja, dann schauen wir mal. Ja. 8. Also. Du hast am Webstuhl gearbeitet und wie die Nornen die Fäden gewickelt und geschnitten. +2 Gewandtheit, +1 Intuition, +1 Charisma, Fertigkeit, Weben. Ah, wie die Nornen die Fäden gewickelt, das macht natürlich auch super viel Sinn bei einem örtlichen Schauspieler. Ja, nun, erst muss man die Fäden weben, bevor man sein Schicksal weben kann. Aha. Ja, dann, also Euruk, da muss aber noch mehr hin. Das ist kein Bauern. Ja, ich bin gerade noch bei den Eintrafen-Attributen. Na gut, hast dich ja gerade noch gerettet. ja, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja Schafe, das würde dann zumindest passen. Und du bist auch ein guter Freund gewesen von den Webern. Wo sitzen denn die Weber? Sitzen die irgendwo am Dorfplatz in der Mitte der Taverne oder sind die auch weit außerhalb? Ja, die werden wahrscheinlich dort. Ich zeichne mal das Haus der Weberinnen ein. Mit Schafstall. Dann überleg dir was. Kann gerne auch ein bisschen spezieller sein. Ich meine jetzt, Isarun hat da ja auch einen kleinen Stall noch daneben gezeichnet und so weiter. Ne? Und dann Sache, das hübsch, Hauptsache man erkennt da eine ganze Menge und ein bisschen was zusammenreimen. Könnt ihr auch beschriften, wenn ihr wollt. Und wir machen weiter mit Michael. Michael, dann schauen wir mal, was das Schicksal für mich bereithält. Die 4. Meine Familie bewirtschaftet einen kleinen Bauernhof außerhalb des Dorfes. Das ist unterwältigend. Was du?
Ein klein wenig. Ja, das ist zumindest die Erklärung, warum sie, also warum die Hexe Aela lieber hat als dich. Immerhin hast du noch Eltern. Durchaus möglich, aber im Gegensatz zu... Wer zeichnet da gerade über dem Hexen aus dem Bauernhof hin? Das Euruk. Ist Euruk. Was? Das ist Gunnar. Im Gegensatz zu Gunnars riesigem Gehöft, da ist natürlich mal eine kleine, bescheidene Hütte. Nicht dagegen, die sich dagegen kaum behaupten kann. Schauen wir mal. Was sind denn das für Tiere gewesen? Tatsächlich halten wir Schweine. Schweine? Ja, naja, es sind ein paar Schweine. Drei oder vier Stück, die mit dem Haus leben. Ein paar Hühner. Und ansonsten baut man halt an, was das Feld gerade nehmen will. Also Kartoffeln, Rüben. Es ist ein hartes, aber ehrliches Auskommen. So, ein kleines Gehege daneben. Ja, guck dir das mal an, wie das hier in Rot entsteht von unserem Terra Ebon. So will ich das haben. Ist doch schick. Muss ich nur noch wissen, wie ich beschrifte. Du kannst unten Text auswählen. Genau, und nicht freihändig zeichnen, sondern dann den Text, dann kannst du es dazu schreiben. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Benjamin Leon, unserem Akkuluten. Ja, einfach Roll, also slash Roll 1d12. Du kannst auch links dir einen der Würfel schnappen, da kannst du einfach mal auf den Icosa Eda drücken. Und dann kannst du einmal draufdrücken und dann wird dir auch angezeigt, dass du einen d12 würfeln möchtest. Perfekt. Dein Vater war der örtliche Schmied und lehrte dich mit Hammer und Blasebalg umzugehen. Ja, ne, mein Vater betreibt die Schmiede. Wir kennen uns eigentlich nur mit den Wachmännern ganz gut aus und die ein oder andere Bauersfrau kauft auch mal einen Topf bei uns. Aber Vater ist eher so ein Waffenenthusiast. Ganz anders wie ich. Töpfe, 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 Töpfe. Gut, dann zeichne doch mal bitte die Schmiede ein. Ich glaube, das macht auf alle Fälle Sinn, dass wir eine solche haben. Ich glaube, ich zeichne hier ein Klo hin. Sollte natürlich in die Mitte des Dorfes irgendwo. Die Felder liegen zum Dorf hingewandt, das ist ja auch interessant. Naja, mach keinen Platz mehr. Naja, dann zeichne halt da drüber, ist doch auch nicht so schlimm. Egal. Ich kann das auch verschieben, ich muss gerade mal schauen. Ich kann auf alle Fälle das hier weiter wegnehmen. Punch you? Ja, das war so Select Move, oder? Genau, Select Move, dann gehe ich auch wieder in den Object Layer. Aha! Guck mal, der feine Herr hat einen Stall. Du kannst das einfach nehmen und rüberschieben. Ja, so, genau. Ne? Ganz, ganz easy. Zack. Was ist das denn, die Schmiede? Ich arbeite da noch dran. Ja, wir machen weiter mit der Hilfstierhüterin. Was hat dich als Kind ausgezeichnet? NW8, bitte. So, wir haben die 7 und es ist, du hast immer die Probleme anderer gelöst und deine eigenen nie erwähnt. Oh, ich bin so selbstlos. Das steht noch aus. Okay, was bekomme ich da? Ich bekomme 1 auf Stärke, 1 auf Konstitution und 1 auf Charisma. Das ist ja lieb. Oh, ich kann Ackerbau. Dann darf Gunnar weitermachen. Der Ritter. Aber der zeichnet noch. Immer noch? 1W8. Habe mir. Ulruk. Was? 1W8 bitte von dir. Er ist gerade mit dem Donnerbalken beschäftigt. Genau. Hey, dass du ja wohl nicht meinen Donnerbalken nachzeichnest. So, du hast Kind gemacht, einen Achter gewürfelt. Jeder kann dich etwas lehren, du hast von ein wenig von allem gelernt. Was? Du hast solche 2 gewürfelt, oder nicht? Ja, ich bin verguckt gerade. Eine Sekunde. Du hast die 2 gewürfelt. Sorry. Dann... Es gab kein Spiel, das nicht gewinnen konntest. Ha! Ich wusste es, ich bin der Größte. Ja, der größte Betrüger vielleicht. Plus 2 Gewandtheit und plus 1 Intuition. Gunnar gewinnt immer, weil er jeden verhaut, der ihn besiegt. Genau. Dann Hans. Gunnar ärgert immer. Schauspieler. 1. Kinder kämpfen oft, aber du hast nie verloren. Deswegen spielt Gunnar auch nicht mit ihm. Ja. Plus 2 Stärke. Plus 1 Wendigkeit. Nee, Gewandtheit ist Dexterity, oder? Achso, Weisheit. Gewandtheit ist GE. Aber ja, Dexterity ist Gewandtheit. Also, Gunnar,
Wenn du Probleme hast, kannst du ruhig zu mir kommen. Wir machen weiter mit Michel. Schauen wir mal. Unsere Hexe. Hexenschüler. Ach was, du bist Ehrenhexe. Ich bin nichts unterzukriegen. Garantiert nicht davon, dass unser ärmliches Bauernhaus dauernd von Gunnars überschattet wird. Ja, das Schwein hat die ganze Zeit in deinem Bett geschlafen. Das hält dann im Winter warm. Das ist nicht zu verschmähen, wenn man kein Holz mehr hat. Müssen wir eigentlich noch was zeichnen? Aktuell nicht. Hierbei nicht. Das kannst du oben an den Symbolen sehen. Ah, okay. Du warst durch nichts unterzukriegen plus 2 K.O. plus 1 Charisma. Ach, dann machen K.O. wir ja weiter mit Benjamin, unserem Akoluten. 1W8. Ja. Und dann 2. Gab kein Spiel, das du nicht gewinnen konntest. Das hatten wir schon. Ja, ist egal. Machen wir trotzdem. Du kannst meinetwegen auch normal würfeln, wenn du willst. Aber du kannst es auch nehmen. Das ist nicht weiter wild. Ich bin ein intelligenter junger Mann. Das passt schon ganz gut. Gut, dann geht es weiter bei... Die anderen Spielercharaktere waren deine besten Freunde. Mit wem hast du noch Freundschaft geschlossen, als du aufgewachsen bist? 1W8. Das ist eine 4. Die Dorfältesten haben dir die alte Kunst des Schachspiels beigebracht. Warum auch immer. Aber okay, plus 2 Intelligenz und plus 1 Gewandtheit. Gut, dann musst du jetzt bitte einen oder mehrere Dorfbewohner erstellen. Das ist mir egal, was das ist. Du kannst jetzt die Dorfältesten erstellen. Eltern hast du natürlich nicht mehr. Du könntest die Hexe bauen, wenn du magst. Oder dir was ganz anderes überlegen. Ja, Hexe überlasse ich, glaube ich, dem Hexenschüler. Das ist, glaube ich, ein bisschen angebrachter. Ich würde mir dann die Dorfälteste, die hier so ein bisschen die Matriarchin ist, ausdenken. Das ist die alte Berkel, die immer im Dorfzentrum auf der Bank am Brunnen sitzt. Ja, die ist aber nicht verwirrt. Die ist noch sehr fit. Ja, natürlich. Wie alt ist sie? 70. Ja, wir sagen mal so Mitte 70 etwa. 70 Jahre, Berkel. Was hat die früher gemacht? Wie ist sie zur Dorfältesten geworden? Einfach weil sie am ältesten ist und am meisten Weisheit hat, am meisten Erfahrung? Oder hat die irgendwas Tolles gemacht? Sie war aus einer reichen Familie hier im Dorf und ist dann zur Händlerin geworden und ist viel in der Welt herumgezogen und weiß deshalb am meisten darüber, was außerhalb der Dorfmauern passiert. Okay, das hört sich gut an. Damit kann ich was bauen. Machen weiter mit Gunnar Donnerschlag, dem möchte ich gerne Ritter. Einen W8. Eine 4. Ja. Also habt ihr gegeneinander Schach gespielt? Schach spielen, den finde ich nicht gut, würde ich nochmal würfeln. Ja, dann würfel nochmal, kannst du natürlich gerne machen. Hä? Hast du nicht eine 2 gewürfelt? Weiß es nicht. Hä? Ach ja, hat er. Ja, keine Ahnung, ob ich 2 lese? Keine Ahnung, ich kann nicht wirklich lesen. Die Fische hatten mich gerne und du hast mit ihnen Geschichten ausgetauscht. Die Fische? Ja, ja, ich bin halt irgendwie der Fischer und der Dorfschläger. Dorfbildhauer. Zähl mir was, sonst setzt's was. Gut, dann willst du die Fischer erstellen? Möchtest du deinen ehemaligen Lehrmeister bauen? Was willst du gerne? Ich würde gerne meinen ehemaligen Lehrmeister bauen. Den Ritter? Ja. Der heißt... Jalan! Nenn ihn Jalan! Schwablan. Nein, lass mich kurz... Der, nothing. Der heißt Ebelmir... Wow! Perfekt. Ich möchte, dass er dafür Punkte sind, wir ganz abgezogen kriegen. Ebelmir von Schlachtengrund. Und der war früher ein berühmter Ritter und in Dienste des örtlichen Barons, Fürsten, whatever. Ja, wie alt ist der? 50? Der ist jetzt schon über 60. 60. Ist das der Dorfritter oder ist der mittlerweile weg? Ja, grau mit weißen Strähnen. Mhm. Wohnt er immer noch hier oder ist er weitergezogen? Nein, der wohnt außerhalb des Dorfes in der Burg wahrscheinlich seines Herrn.
der Herrenhaus, sozusagen der Dorfaufseher vielleicht, irgendwie so was. Hat er einen speziellen Ring oder ein spezielles Schwert oder irgendein Wappen, an dem man ihn erkennt? Er hat ein spezielles Schwert, was reichlich verziert ist, was er angeblich mal von einem anderen Ritter bekommen hat. Gestohlen wahrscheinlich nicht, aber erbeutet hat oder erlangt hat. Geschenkt bekommen hat. Ja. Okay. Ibelmir von Schlachten, 60 Jahre, wohnt mittlerweile nicht mehr am Dorf, aber ab und zu kommt er mal vorbei und schaut mal nach dem Rechten. Okay. Frage noch an dich. Die Fischer, sind das Flussfischer oder liegt das Dorf am Meer? Nee, Flussfischer. Okay, wo fließt der Fluss? Achso, ja, Sekunde. Zeichne mal bitte in Blau ein. Ich muss mal gerade gucken, kannst du die Farbe auch noch dementsprechend machen? Ja. Freihand, da kannst du auch noch die Farbe. Dann zeichne mal bitte die Flussrichtung ein. Das ist jetzt deine Aufgabe, von wo nach wo er fließt. An der Taverne vorbei und ja, dann, ja, komm, hier nicht mit Pfeilen. Du zeichnest mir hier jetzt einen ordentlichen Fluss ein. Ach so, du hast halt die Richtung, hast du bloß gesagt. Nein, ich will hier einen ordentlichen Flusslauf haben. Kann man den noch wegwischen? Ja, du kannst ihn noch wegwischen, du kannst ihn noch einklammern und damit entfernen, kannst ihn wegmachen. So, ich will jetzt hier eine ordentliche Zeichnung haben. Nur von dem Fluss, die Hütten brauchen wir noch nicht. Kann man die Breite einstellen? Small, large? Kannst du auch einfach Krickelkrackel machen. Überleg dir was. Large. Hans. Ja, dann schauen wir mal. 5. Okay. Du wirst bald in die Müller-Familie einheiraten. Okay, warum das denn? Naja, ich bin ja ein gut aussehender junger Mann und jede junge Frau kann sich glücklich schätzen, eine so gute Partie zu machen wie mich. Ich habe Ahnung vom Weben, ich kann mich gewählt ausdrücken und ich sehe auch noch hinreichend gut aus. Und er war der Einzige, der seine hässliche Tochter heiraten wollte. Das Ehepaar Steinhardt wollte einfach, dass der Sohn mal was Ordentliches macht. Nicht immer nur dieses Schaustellerzeug. Was möchtest du denn erschaffen? Möchtest du die Müller-Familie erschaffen? Willst du nur die nächste Gemahlin erschaffen? Ja, ich würde meine Verlobte erschaffen. Ja. Müllern ist ein guter Beruf, Junge. Da lernst du, was anständig ist. Und zwar die Adeltraut Siebner. Oder Adeltraut Müller. Ich würde gerade sagen, nicht Müller. Adeltraut Müller. Mhm. Wie alt ist die? Die ist so alt wie ich. 16. 15. Oh gut, dann ist sie 16. Okay, also willst du ein bisschen älter? Ja, ein bisschen älter. Na ja, gut. Oh, so. Ja, was ist das? Ja, nochmal ein paar Details, irgendwie, was dir dazu einfällt. Ja, sie ist ein aufgewecktes, junges Mädchen. Sie hat einen recht soliden finanziellen Hintergrund und sieht auch nicht ganz verkehrt aus. Ist für ihr Alter ein bisschen einfältig noch, aber das kommt ja auch daher, dass, naja, man als Müller halt nicht so viel von der großen, weiten Welt gesehen hat. Das Weltgewandte, das bringe ich dann in die Beziehung ein. Also sie ist aufgeweckt und einfältig, das ist sehr interessant, gut. Ja. ja, also das ist schon eine reiche Familie, sagst du? Ich würde sagen, ja. Also okay. Die haben halt gut zu tun und können dann entsprechend auch, also gehört auf jeden Fall zu den reicheren Familien im Dorf. Okay. Das heißt, du kannst dir dann von dem Geld viele neue Jonglierbälle kaufen. Ja, oder eine neue Laute oder so, keine Ahnung. Ja, na gut, eine neue Geige, genau, aus der neuen Stadt. Aha. Soll ich die Mühle dann auch gleich einzeichnen? Wahrscheinlich ist das dann auch so eine Wassermühle, ne? Ich meine, wenn wir schon einen Fluss haben, dann wird das kein Windkraftwerk sein, sondern irgendwo am Wasser liegen. Ja. Das macht Sinn. Bauen wir noch nicht. Wir haben ja auch noch keine Fischer gesetzt, aber du kannst es dir auf alle Fälle merken. Wir wissen auf alle Fälle, es gibt eine Mühle und die wird am Fluss liegen. Okay. So, weil wir aktuell nur die Spielercharaktere beziehungsweise die NPCs im Dorf gebaut haben. Michel. Schauen wir mal, D8. Die 1. Sagt ihr uns, Kinder kämpfen oft, aber du hast nie verloren, das hatten wir ja schon. Nee, eine darunter. Wir sind bei den besten. Du hast recht, sorry, falsche Welt. Die Arbeit mit dem Schmied hat mir die Sorgen aus dem Kopf vertrieben. Warum arbeite ich mit dem Schmied?
Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht. Wahrscheinlich ich arbeite mit dem Schmied. Ich arbeite mit dem Schmied, weil ich natürlich nicht Gunnar, sondern Benjamins allerbester Freund bin und dauernd bei dem rumhängte. Ich wollte gerade sagen, Benjamin und der Vater hat, der Vater sagt aber immer, Benjamin, hör auf rumzuspielen und hilf mir. Dann wenn ich da sowieso schon war, ich sag ja gut. Ich wollte gerade sagen, ne? Also Benjamin ist ja auch unter die Akoluten gegangen und will dann nicht seinen Vater beerben. Und ich meine, du bist halt auch eher dann der Hexenschüler, hast es also auch nicht so wirklich mit Metall. Also es ging dir dann nicht um den Schmied, sondern es ging dir halt wirklich um den Sohn und Benjamin ist dann aber dein bester Freund. Ja, Benjamin. Na, ich muss zu viel saufen, glaube ich. Und als NSC möchte ich dann tatsächlich einen Schmied haben. Der Schmied ist ein reichlich alter Mann, der in relativ hohen Jahren, also sagen wir Ende 50, nochmal Vater geworden ist. Ende 50 Vater geworden. Anfang 50 nochmal Vater geworden ist. Ja. Jetzt also schon in durchaus 60. auch für unsere Verhältnisse stolzen Rentenalter steht. 65 Jahre. Ja, über die Mutter äußere ich mich an dieser Stelle immer nicht. Das können wir anders machen. Aber wie alt hat schon, wie heißt der? Der heißt Storne. Storne? Storne, der kommt von außerhalb. Storne Leon. Und der sucht sehr verzweifelt einen Nachfolger, aber findet in seinem Kind keinen. Ja, interessant. Gut. Dann machen wir weiter mit Benjamin. Du kannst ein bisschen auch mal was zu deinen Freundschaften so erzählen. Meine Freunde ist der grauhaarige Söldner, der sich im Dorf niedergelassen hat, brachte dir ein oder zwei Dinge bei. Ja, weil mein Vater zu Hause ja immer nur am Brüllen ist und ständig am Schmieden, da findest du ja keine Ruhe, bin ich zu dem einzigen anderen Mann hier im Dorf gegangen, der auch immer nur die Ruhe sucht. Und das ist mein guter Söldnerfreund. Oh, wie heißt er denn? Kantor. Kantor ist ein bisschen ruppig um die Kanten rum. Redet auch nicht mehr so viel, hat wohl irgendwelche bösen Sachen gesehen und ist jetzt auch wohl ganz froh, dem Akoluten mal so sein Herz auszuschütten. Ja, grauhaarig, das heißt, wie alt ist der? Ja, der ist noch nicht ganz so alt wie mein Vater, der ist, mal sagen wir mal, gerade noch 60 Jahre jung. Also 60? Noch jung und mobil, der Mann. Ja, sitzt dann irgendwo neben der Dorfältesten, also neben Berkel, oder sitzt er in der Taverne? Was macht er? Erst saß er immer in der Taverne, aber da dieser ganze Alkohol, das war ja schlecht für ihn, das habe ich ihm ausgeredet. Jetzt verbringt er viel Zeit mit mir am Fluss und wir reden über seine Sorgen und seine Probleme. Schön dann die Beine in den Fluss baumeln lassen und genau. Sitzt am Fluss bei den Fischern, hält die von der Arbeit ab. Ja, das ist wichtig, was er tut. Wie heißt der Fluss? Appel mir. Beltaron habe ich ihn genannt. Beltaron heißt der Fluss. Mhm. Das ist der Roller von Baron Ula. Wir wechseln auf die nächste Seite und fangen dann wieder bei dem Hilfstierhüter an. Du hast den seltsamen Beruf des Königsreichs. Du hast den seltsamsten Beruf des Königreichs angenommen. Du bist nun ein Schurke-Magier der ersten Stufe und erhält die Klassenfähigkeit Glückskind, hochbegabt, Magie spüren und zaubern. Die ganzen Zauber werde ich dir gleich nochmal mitgeben. Fertigkeit Umgang mit Tieren und den Zaubertrick Tiere verstehen. Die folgende Tabelle definieren deine weiteren Attribute und Klassenfähigkeit. Was hast du gelernt? 1W6. 5. Anscheinend mag es die Hexe dir die fürchterlichste Arbeit zu geben. Was musst du tun? Die 5 sagt, alle Tiere füttern und es gibt so viele davon. Aber okay, die Hexe ist eine Horderin. Also die hat selber Tiere oder du solltest auch noch die Tiere aus den anderen, also ich meine jetzt von Gunnars Familie und von Michels Familie versorgen oder hat sie selber ein paar Krähen und ganz viele Katzen? Ist das so eine Katzenlady? Ja, vielleicht ist das echt so eine verrückte Katzenlady. 5 Hunde und du musst dann mit 5 Hunden an der Leine spazieren, wirst dann durch das Dorf und durch den Schlamm gezogen. Ja, also quasi bin ich die Hundeflüsterin. Aber lass die Schafe in Ruhe. 3 Weisheit und Tierkunde. Oh, oh, oh. Alles klar, ja gut. Dann weiß ich Bescheid. Gunnar. Ja, Sekunde. Als du älter wurdest, begann deine Quest, um ein großer Ritter zu werden. Du bist ein Kämpfer der Stufe 1. Du hältst die Klassenfähigkeit Waffenspezialisierung, Kniffe und Reiten. Wie hat deine Quest begonnen? 1W6. Eine 4 gewürfelt. Ich guck lieber nochmal nach. Ja, es ist eine 4. Sehr schön, jetzt kommt's. Ein wirklicher Ritter kam ins Dorf und du bist einige Zeit mit ihm geritten. Plus 3 Charisma, Fertigkeit, Etikette. Also, das ist dann derjenige, den du schon gebaut hast. Der Ritter Ebelmir, der dann auch zu Hofe gut umgehen kann. Ne? Wenn du jetzt Etikette bekommst, das ist dann eben nicht nur einer, der nur kommandieren und reiten kann, sondern eben auch beim Baron dann
saß an den Tafeln oder beim Grafen oder sowas. Genau. Gut, nach Gunnar kommt Hans. Eins. Warte, du hast die Kunst gemeistert. Wir müssen das vorher noch mal oben vorlesen. Du hast deine Kunst gemeistert. Du bist jetzt ein Schurke der ersten Stufe. Deine Klassenfähigkeit Glückskind, hochbegabt. Darbietungsfähigkeit deiner Wahl. Singen oder Geschichten erzählen, ein Instrument spielen. Was passierte, als du deine Karriere begonnen hast? Ja, die Erzählungen von Großmutter Weberin über Feen, Ritter und holde Maiden haben deinen Kopf mit Geschichten voller Abenteuer gefüllt. Genau. Meine Großmutter war ja Weberin, wie auch meine Eltern. Und das, was meine Großmutter mir erzählt hat an Fantastischem und Erstaunlichem, hat mich dazu inspiriert, der junge Mann zu werden, der ich heute bin. Ja. Feenritter und holde Maiden. Genau. Wir machen weiter mit Michel. Dann ist das mal an die. Moment, wie viel? Die Hexe wählte dich als ihren Schüler und du hast die Ausbildung begonnen. Du bist ein Magier der ersten Stufe. Du hältst die Klassenfähigkeiten Magie spüren, zaubern, Kräuterkunde und den Zaubertrick verwünschen. Du hast folgende Tabelle, die dir sagen kann, welche anderen Zauber du kennst. Was brachte die Hexe dazu, gerade dich auszuwählen? Das ist eine gute Frage, die sich uns allen selber nicht so erschließt. Eines Tages liefen wir mit Aela bei ihr hinter dem Haus herum. Wo ist der Würfelwurf? Ja, sorry. Ich dachte, ich hätte drauf gedrückt, aber er hat es nicht gemacht. Ich hier schon an zu erzählen, da ist die Zähne. Aber offensichtlich hat Aela ihr davon erzählt, dass kein anderer Sechsjähriger eine Distille hatte, also griff sie mich mal am Ohr und stellte mir einige Fragen darüber. Und am Ende war ihr dann schon klar, dass ich ihr Lehrling werden würde, mir selbst scheinbar noch nicht so ganz. Das heißt, Webers Bauernhof oben, ein bisschen Korn angebaut und dann den Korn gemeinsam mit Vater zu Schnaps gebrannt. Aber wenn der Ritter fragt, niemand weiß, wo das Zeug herkommt. Der gute Weberkorn. Charisma 3 Punkte, nehme ich. Und ich kann brauen, das ist noch viel besser. Benjamin, wie bist du denn zur Kirche gekommen? Ich muss gerade mal schauen. Du hast die Macht der Götter erlernt, erfahren und dein Leben verändert. Du bist ein Magier der ersten Stufe und du hältst die Klassenfähigkeit Magie spüren, zaubern, Religionskunde und den Zaubertrick segnen. Die folgende Tabelle definiert deinen anderen Zauber. Was ist dir noch widerfahren, als du dein Leben als Gottesdiener begonnen hast? Einer der alten Götter hat dir zugesprochen und gesagt, dass die alte Hexe großes Wissen über die alten Gebräuche hätte. Du hast einige Zeit lang von ihr gelernt. Ja, im Gegensatz zu meinen anfänglichen Befürchtungen, die Hexe sei gar böse, hat sie sich doch als eine sehr nette Frau herausgestellt, zumindest wenn man nicht für sie arbeiten muss. Mhm. Weil da würde man ja wirklich gescheucht werden. Aber Gott sei Dank konnte ich sie davon überzeugen, dass ich doch viel besser dazu geeignet bin, einige Blumen zu pflücken. Kräuterkunde, alte Götter. Dann erzähl mir mal, was ist denn das für ein alter Gott gewesen? Also ist das ein Naturgott gewesen? Was war das für einer? Ja, der alte Gott, von dem sie spricht, den haben wir auch heute noch bei uns. Früher ging es vielmehr um das natürliche Leben, Leben im Wald, das Genießen der Natur. Aber der hat sich in dem modernen, sage ich mal, Dorfbild schon etwas gewandelt. Da gilt auch mal öfters die klingende Münze als wichtig, dass sich die Jäger jetzt auch mehr Sorgen darum machen, dass man seine Ware auch zu angemessenen Preisen verkauft. Wir nennen ihn einfach der grüne Mann. Finde ich gut. Dann haben wir die Tabelle durch und wir springen zur nächsten. Trotz deines Mangels an natürlicher Begabung hast du ein wenig Magie gelernt. Was war das? Aela. Schauen wir mal. Das ist eine 2. Wie du die anderen Kinder hereinlegen kannst, wenn du dich schämig fühlst. Das gefällt mir. Wie du die anderen Kinder hereinlegen kannst, wenn du dich schelmisch fühlst. 2 Intelligenz, Heimlichkeit und Geräusch erzeugen. Dann brauchen wir bitte einen weiteren Ort auf der Karte von dir. Muss der irgendeinen Bezug haben? Es ist völlig egal. Ich meine, wir haben die Hexenhütte, wir haben die einzelnen Familiengrundstücke, wir haben die Schmiede.
Wir wissen noch, dass es einen Fischer gibt und wir wissen auch, dass es eine Mühle gibt. Ansonsten kannst du dir komplett was aussuchen. Überleg dir was, vielleicht haben wir einen Adligen, vielleicht haben wir eine Burg, vielleicht haben wir, weiß ich nicht, noch einen besonderen Händler oder sowas. Komplett egal. Dann haben wir einen Alchemisten im Dorf, der ein bisschen in Konkurrenz zu der Hexe steht, sich natürlich für viel wissenschaftlicher hält, aus einer großen Stadt kommt und im Dorf noch nicht so richtig angekommen ist. Steht vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz zu dem grünen Mann, ne? Der diese Religion, die Hexe jetzt auch lehrt und er dann eher so wissenschaftlich. Wo sitzt der? Dann sitzt er auch direkt am Fluss, damit er da seine giftigen Sachen reinleiten kann, oder? Ja, der hat sich in ein leerstehendes Haus direkt am Dorfplatz, also neben der Taverne quasi, eingemietet. Abel, mir kann schon mal bitte eine Brücke zeichnen. Ich glaube, eine reicht. Brücken sind auch immer ein Zeichen von Wohlstand. Setz die Brücke mal, bitte direkt an die Taverne ran. Und ich wollte gerade schon wieder Iserun sagen, Aela darf dann das Haus des Alchemisten direkt an den Fluss heransetzen. Dann machen wir weiter. Während Abel mir zeichnet, springen wir erstmal zu Hans. Ja, ein weiterer W6. Für was erhältst du von deinem Publikum den meisten Applaus? Schauen wir mal. 2. Für Tricks und Zerstreuung. Nun, ich bin ein begabter Jongleur. Ich kann die ein oder andere Münze hinter dem ein oder anderen Ohr hervorzaubern. Sie aber auch wieder genauso schnell verschwinden lassen. Meine Finger sind flink. Vor allem gehört die Münze gar nicht dir. Du bekommst Taschenspielertricks. Ja, sehr schön. Ein weiteres Gebäude, bitte. Kann natürlich auch sowas sein wie ein Dorfplatz. Ich meine, wenn du da irgendeine so eine kleine Bühne oder sowas hast, wo auch immer die herkommt, ob du die selber gezimmert hast oder so, ne? Irgendwie was, was dieses Dorf nochmal spezialisiert. Ja, ich dachte mir tatsächlich, dass ich jetzt erstmal die Mühle einzeichne, weil das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann muss ja auch noch. Stimmt, irgendwie. Wir müssen ja auch wissen, wo deine Adeltraut sitzt. Genau. Kannst du die Mühle machen und wir springen zurück zu Gunnar. Eine 4 diesmal. Ja, was ist dein bevorzugter Kampfstil? Unerbittliche Angriffe. Die Streitax ist deine Waffenspezialisierung. Streitax und 2 Stärkepunkte. Sehr schön. Einen weiteren Ort auf der Karte. Was soll ich malen? Ja, das ist jetzt dir überlassen. Was möchtest du gerne malen? Was braucht dieses Dorf noch? Taverne haben wir hier. Das Bürgermeisterhaus vielleicht? Rathaus? Ist das das von der alten Berkel? Weiß nicht. Ja, musst du wissen, ist dein Haus. Achso, ich male einfach mal ein Bürgermeisterhaus. Wahrscheinlich direkt am Platz gegenüber der Taverne. Mal Freehand. Gerade was man hier noch so alles in anderen Sachen vorschlagen könnte. Ein Friedhof ist natürlich auch mal gut, oder? Gut, wenn wir jetzt mit Benjamin, da kannst du dann gleich nochmal die Kirche zeichnen, die Kirche vom grünen Mann. Machen mal weiter mit Michel. Schauen wir mal, das ist, Moment, sozusagen nicht in der 6 nochmal. Worüber hat die Hexe Macht? Prinzipiell natürlich über alles, wenn man sie fragt. Aber ganz speziell über die 1, über Farben und Schattierungen. Sie lehrte mich folgende Magie, den Zaubertrick Trugbild erschaffen, den Zauberspruch höhere Illusion und das Ritual Nebel herbeirufen. Okay. 2 Gewandtheit und den Zauber, die du eben sagtest, einen weiteren Ort. Gib mir jetzt wenig, womit ich mit dem Ort arbeiten kann. Ich glaube, ich möchte die alte und verfallene Hütte haben, die sehr weit außerhalb steht, in der mein Vater dieses Tille versteckt hat. Was hat die für ein Bewandtnis? Irgendwas Größeres? Naja, dem Ritter gefällt das natürlich nicht, dass hier unter seiner Hand der Schnaps weggebraut wird. So ganz ohne Abgaben und alles. Mhm. Und deswegen hält man das im Dorf ein wenig unter, sagen wir, unterm Deckel. Und es gibt ein altes Haus. Vermutlich ist es das alte Haus von Aelas Eltern, das mittlerweile relativ einsam und verfallen auf seinem Feld steht, in dem man dann diese Distille untergebracht hat. Ja, also es ist nicht einfach nur eine Hütte, sondern es ist halt eine illegale Schnapsbrennerei, so würden wir sie gerne nennen. Ja. Ne? Muss natürlich jetzt auch
natürlich unter der Hand. Es ist halt ein offenes Geheimnis, aber wenn der Steuereintreiber vorbeikommt, weiß niemand von gar nichts. Gut. Brauche ich nur noch einen Ort, der relativ weit draußen ist. Lass mich mal rauszoomen. Und ich kann dir auch noch die ganzen anderen Sachen drumherum, kann ich auch noch wegnehmen, wenn du einfach sagst, wo ich was weiter wegziehen soll, sag Bescheid. Ach, nee, hier unten rechts ist doch eigentlich ganz richtig. Wie zeichne ich das Ding schön wie ein Schief? Das sieht doch schief aus. Ah, wir machen weiter mit Benjamin. Ja, welche Aufgabe stellte dir der Gott? Schauen wir mal. 2. Den Kranken und Verwundeten beistehen. Du bist mit folgender Magie gesegnet. Dem Zaubertrick Licht, dem Zauberhand auflegen und dem Ritual heilende Beeren. Oh, das ist gut. Natürlich ist das Wichtigste auch die Heilung der sich immer wieder verletzenden Mitglieder. Auch mein bester Freund hat ab und zu Brandwunden, wollte mir am Anfang nicht erzählen, wie es dazu kommt, aber habe ich dann doch noch aus ihm rausgekitzelt. Und natürlich auch der alte Söldner mit seinen ganzen Geplagen. Die Knie tun weh, der Rücken ist nicht das, was er mehr war, die schwere Rüstung, der Mann hat's in den Gelenken. Und auch Fadern ist natürlich nicht mehr allzu gut unterwegs. Ja. Da ist sowas wichtig. Ja, die Gicht, ne? Wenn du immer am Eisenschmiedefeuer stehst. Möchtest du uns eine Kirche einzeichnen? Tatsächlich ist es keine Kirche, sondern war früher mal nur ein Baum, aber jetzt hat sich tatsächlich der neue Priester, der auch diesen goldenen Schein in die Religion bringt, im Dorf, der hat jetzt einen Schrein aufgestellt, an dem man auch Münzen da lassen kann. Oh, also die alte Dorflinde, ehemals zum, weiß ich nicht, Aufhängen von irgendwelchen Verbrechern oder so, und steht dann in der Mitte, vielleicht direkt an der Brücke oder so? Ja, genau. Und die Hexe ist auch gar nicht gut, auf ihn zu sprechen. Also, dass er solche Spenden verlangt, das hätte der grüne Mann früher aber nicht gewollt, wo er das denn her hätte. Gar gierig, der Mann. Dann mal doch mal bitte einen großen, schönen Baum, und wir brauchen natürlich auch daneben noch den Schrein. Den Schrein, der dann natürlich auch in Gold gezeichnet wird. Gold, ja, ist eine gute Idee. Okay, dann haben wir noch eine weitere Tabelle. Als du mit einem Freund durch den Wald wandertest, hast du etwas Außergewöhnliches gesehen. Der Spieler unter dir war mit dabei. 1W6. 1. Wer ist denn unter mir? Das ist der gute Benjamin, der muss jetzt zuhören, auch wenn er seinen Schrein noch zeichnet. Benjamin, hör zu. I'm there. Okay, als du mit einem Freund durch den Wald wandertest, hast du etwas Außergewöhnliches gesehen. Benjamin war dabei, wie Ayla ihre wahre Liebe mit einem anderen gesehen und das betrügerische Paar konfrontiert hat. Der Freund zu deiner Rechten, also Benjamin, hat dich nach dieser Begegnung getröstet und erhält +1 Charisma. Schlimm, sowas. Schlimm. Du bekommst 1 Charisma, schreib dir das bitte auf. Ja, habe ich. Und Ayla bekommt 2 Charisma und die Fertigkeit einschüchtern. Ja. Ich stelle mir gerade die Frage, warum Benjamin denn dabei war. natürlich. Wahrscheinlich in der Friendzone. Hallo? Nein, ich habe wichtige Kräuter gesammelt. Wichtige Kräuter. Dann kannst du dir schon mal überlegen, was das für ein Typ war. Deine große Flamme. Denn die bauen wir gleich noch. Wir machen erstmal weiter mit Benjamin. Ah, ich muss gerade überlegen, der Akolut. In deiner größten Not haben dir die Götter beigestanden. Wann hast du sie am dringendsten gebraucht? Der Spieler unter dir war dabei, als es passierte, und das war Gunnar. Bin ich doch jetzt richtig, oder? Ganz gut. Der Spieler in deiner größten Not. Ah, in deiner größten Not haben dir die Götter beigestanden. Wann hast du sie am dringendsten gebraucht? Der Spieler zu deiner Rechten war dabei, als es passiert ist. Als eins der anderen Kinder die kleineren und schwächeren tyrannisiert, befahlst du ihm aufzuhören, und die Götter gaben deiner Stimme Macht. Der Freund zu deiner Rechten hat dir geholfen, die Schwächeren zu beschützen, und erhält 1 WE. Genau, das heißt, Euruk bekommt eine Weisheit. Mhm. Und du bekommst 2 Weisheit und den Zauberbefehl. Dann machen wir weiter mit Gunnar. Ja. Gerne. So, du hast unabsichtlich deinen Trainingspartner geschlagen. Wann hast du das erste Blut vergossen? Der Spieler unter dir war dabei, als es passierte. Das wäre ich.
Du hast unabsichtlich deinen Trainingspartner erschlagen. Wow! Alter! Okay, war noch eine 3, oder? Ich guck nochmal, ja, eine 3. Wir teilen uns ein düsteres Geheimnis. Der Freund zu deiner Rechten, also in diesem Fall, das wäre ich. Ja, ich kriege den Namen. Hans Schreinhardt. Hielt dich zurück, als du fast den Fehler wiederholt hättest. Er hält plus 1 Stärke. Streitaxt. Ich erhalte plus 2 Stärke. Und eine weitere Waffenspezialisierung. Und Kniff. Ach, Kniff ist Waffenspezialisierung? Ja, es ist die Waffenspezialisierung für deinen Streitaxt. So. Alles klar. Junge. Alter. Ich hab ihm aus Versehen mit der Streitaxt in den Kopf geschlagen. Ja, ich weiß ja auch nicht. Der ist mir voran in die Axt gerannt, da konnte ich nichts dran tun. Wie gut, dass der Schausteller das nicht bildlich darstellt auf dem Jahrmarkt. Nein, Possen reißen. Was ist dir eines Nachts in der Taverne widerfahren? Der Spieler unter dir war dabei, als es passierte. Ja, das schauen wir, oder? Ja, dann schauen wir mal. 6. Ein berühmter Spielmann aus dem Süden hat die ganze Nacht am Herdfeuer gesessen und dir und deinem Freund viele Lieder und Geschichten beigebracht. Der Freund zu deiner Rechten hat auch ein oder zwei Dinge gelernt und erhält plus 1 Charisma. Ich erhalte plus 2 Charisma und eine weitere Darbietungsfertigkeit. Habe ich jetzt schon 2. Er liegt mir heute noch von dem Mann in den Ohren. Ach, war er nicht fantastisch? Nun, er hatte auf jeden Fall viele Geschichten in der Hand, das muss man sagen. Ricardo. Ricardo. Ich glaube nicht, dass es dein echter Name war. Ich glaube, er hieß Herbert oder so. Ah, dann haben wir noch den Hexenschüler. Die Hexe war hart zu dir. Wie hast du dich letztlich ihr bewiesen? Der Spieler ganz oben, Aela, war dabei, als das passierte. Das macht natürlich auch Sinn. Finden wir es heraus. Das ist die 1. Letzten Sommer habe ich sie vor Banditen im Wald beschützt und ihr geholfen, der Gefahr zu entkommen. Ayla hat mir dabei scheinbar geholfen, dann hält plus 1 Stärke. Bekommen wir plus 2 Stärke und den Zauber mystischer Schild. Banditen im Wald! Oh, oh, oh. Da warst du wohl gerade. Offensichtlich ist da doch relativ gefährlich, nicht? Warst du wieder bei der Schnapshütte? Wir haben natürlich, sind wir unseren hexengefährlichen Pflichten nachgekommen und waren Kräuter sammeln und garantiert nicht auf dem Weg zum Besäufnis. Ja, und mich hast du wieder nicht eingeladen. Ganz toll. Du warst ja mit deiner Müllertrusse da unterwegs. Was sollen wir tun? 2 Stärke. Genau. Unterwegs. So, wir machen weiter mit ein Tier der Hexe ist nun dein Gefährte. Hinweis, er gilt als Verbündeter. Welches außerordentliche Tier ist dein neuer bester Freund? Die 4. Eine sehr laute Eule, die immer den Weg kennt. Finde ich gut. Eule. Wie heißt die? Quark. Oh, wie heißt denn? Quark? Quark? Nein, das war lame. Kuhpocke. Was geht mit dir? Verdammt, das ist ein Hexi. Verdammt, das ist ein Mistviech. Sie heißt Chuhu. Wie kreativ. Aber erstmal auf den anderen Namen rumtreten, ey. So, du darfst trotzdem noch einen NSC auf der Karte platzieren. Ja, was auch immer du brauchst, was auch immer wir noch brauchen. Uns fehlt zum Beispiel noch der Bürgermeister. Wir haben ja schon gesagt, dass wir die alte Berkel haben. Das heißt, so einen Bürgermeister brauchen wir nicht. Wir haben das Häuschen schon dazu. Ich muss gerade überlegen, die Hexe, wie hieß die denn? Hatten wir die schon definiert? Nee, Mann, im nächsten wird bestimmt, wo die wohnt. Ich dachte, Hab ich vergessen, das zu definieren? Oder hattest du damals was hattest du denn als NPC definiert? Den Schmied. Den Schmied hat er definiert. Ne? Siehst du mal. Den Schmied ja, Leon noch. Gebaut, also hier ist Dorne Leon. Gerade gewundert, weil ich die Hexen noch nicht aufgeschrieben habe. Ja, was, Aela, was haben wir denn noch für einen NPC? Ja, sollen wir die Hexe bauen oder ja, sonst wäre noch meine Idee, dass Banditen nicht. Ja, Problem ist, bei mir ist eine Tabelle, wo drin steht, wo ist die Hexe jetzt. Ja, und? Musst du trotzdem noch eine bauen. Ja, dann mach, los.
Boah, was ist denn das für eine Hexe? Das ist eine sehr kräuterbewanderte Hexe. Eine, die dem alten Glauben sehr verbunden ist, auch sehr naturverbunden ist. Sie ist so ein bisschen schrullig, was man an den vielen Viechern sieht, die im Haus herumtapsen und krächzen. Ich weiß jetzt leider nicht, was der Hexenschüler kann. Von daher müsste Daru dann sagen, was für eine Magie die lehrt. Wie heißt sie denn? Segunda. Segunda? Alte Segunda. Wie alt ist die? Eigentlich gar nicht mal so alt, so um die 50 würde ich mal sagen. Okay, gut. Wir machen weiter mit Gunnar. Ein W6 kommt sofort. Nun, da du bereit bist, wie wirst du dein Glück finden in Zukunft? Du wirst weit entfernte Lande besuchen und entlang des Weges unermüdlich nach Abenteuern suchen. 2 Konstitutionspunkte und ein Magneteisenstein. Ein Kompass. Ach so, okay. Ja, Magneteisenstein. Okay, einen weiteren NPC von dir. Lass mich kurz überlegen. Wer fehlt denn noch? Der Dorftrottel. Das bist doch du schon. Nein. Nein, besser ist noch mein Mitbully, könnte man sagen. Mein Best Buddy, der mit mir zusammen die Dorfjugend in der rechten Zucht und Ordnung hält. Hast du den nicht erschlagen? Der andere. Der danach. Ja, der 2. Der heißt Mikkel Alfred. Nein. Aber Alfred ist ein schöner Name. Alfred. Ja, Alfred. Deuterius. Alfred, passt. Auch Alfred. 16, 17, wie alt ist der? Kommt der aus dem südlichen Dorf? Ja, Alter, so etwa. 16 Jahre. Ist der in deinem Alter? Ja, hatte ich eben schon gefragt. Kommt genau. Er aus dem südlichen Dorf hierher gezogen mit seiner Familie, oder? Welche Familie? Der ist der Sohn des Tavernenwirts, meinetwegen. Den haben wir den auch nicht definiert. Gut. Wir machen weiter mit Benjamin, dem frommen Akoluten. Welcher der alten Götter mag dich besonders? Jetzt bin ich gespannt. Ein Gott der Geheimnisse, Inspiration und versteckter Dinge. Aber wenn das die Hexe wüsste. Ja, darf sie natürlich nicht. Ist ja geheim. Ja, richtig. Du bekommst +2 IN und einen schweren Umhang. Wie heißt denn der alte Gott? Banim. Banim. Banim? Genau, der Gott der Geheimnisse. Und man sagt ihm natürlich auch andere dunkle Dinge nach, aber so ein Gerede. Ja, willst du deinen Lehrmeister noch bauen, den Priester, oder willst du was anderes bauen? Ja, der Priester, der nämlich vorgibt, Priester des grünen Mannes zu sein, ist nämlich in Wahrheit ein Diener des Gottes Barnim. Ja, deswegen hat er auch diesen Schrein aufgestellt. Ja. Der sammelt nämlich Geld für seine Tasche. Das hat mit dem grünen Mann nichts zu tun. Ja, wie heißt der Priester? Baduk. Baduk kommt weiter aus dem Süden, hat auch eine dunklere Hautfarbe. Ja. Und ist ein gar Überredenskünstler. Er ist ein wahrer Künstler, was er den Leuten so aus der Tasche zieht, wie er sie belabert. Das heißt, er ist hierher gekommen aus den fernen Landen, hat dann gesehen, dass es hier diese Religion gibt und sie dann für sich selbst annektiert, übernommen, überschrieben und dann. Wenn man das so böse ausdrücken möchte, hat er auch sein natürlich. Mit dem Alchemisten, vielleicht sitzt der Alchemist auch wegen ihm hier, man weiß es nicht genau. Ja, mein Lehrmeister hat viele Geheimnisse und ich kenne nur wenige. Das ist die Hexerwüste. Jetzt bin ich gespannt auf die Ergebnisse von unserem Hexenschüler. Wo ist die Hexe jetzt? Moment, erst bin ich dran. Wir machen jetzt mit der Hexe weiter. Ja, wo ist die Hexe jetzt? Die Hexe weiß natürlich alles, wenn man ihr glaubt, aber sie ist an der 6. Seit einigen Monaten kümmert sie sich um jemanden in einer komplizierten Schwangerschaft. Darf ich neu würfeln? Was gefällt mir nicht? Du darfst auch neu würfeln, ja. Würfeln wir neu. Na komm schon, die 6 bitte. Die 4.
Seit weniger als einer Woche ist er von einer Mission und hat mir die Verantwortung übertragen. Die Hexe sagte, sie würde fortreisen, um jemanden zu besuchen, der ihre Hilfe braucht. Dann packte sie ihre Tasche und rannte fast aus dem Haus. Wir wissen nicht ganz warum. 2 Charisma, eine Silberbrosche, die deine Autorität zeigt. Ich habe so viel Charisma. Also ich habe 17 Punkte Charisma. Dann hast du mehr als ich. Ich habe 0 Intelligenz gekriegt und 0 Charisma. Was ist das für eine Silberbrosche? Was ist da drauf abgebildet? Die Silberbrosche ist eine einzelne silberne Eulenfeder. Eine Eulenfeder? Die wohl Zugehörigkeit zu ihrem Hexenzirkel signalisiert. Ob es diesen Zirkel wirklich gibt, darüber spekulieren wir nur. Wir haben zumindest noch nie eine andere Hexe bei ihr bewusst wahrgenommen. Interessant. Wir brauchen trotzdem einen weiteren NSC auf der Karte. Hast du eine Idee? Ja. Eine weitere Frau, die allenthalben mal sich im Dorf hat blicken lassen und die auch zu diesem Hexenzirkel gehört. Die mit der Hexe selbst sich aber eher nicht so grün war. Die beiden gifteten sich immer nur aus der Entfernung an, weil die Hexe nun dieses Dorf hier in den Krallen hat und die andere nicht. Was ist das für eine Frau? Das ist Irinia, einen Nachnamen wissen wir nicht. Die ist ein klein wenig jünger, so 2-3 Jahre als die Hexe. Die beiden, Also sind 45? Die beiden sind sich gegenseitig spinnefeind, aber sie tragen diesen Konflikt natürlich nicht offensichtlich aus. Die sitzt jetzt im Dorf in einem ganz normalen Häuschen. Richtig, früher kam sie allen halben Mal als Reisende durch, aber seit die Hexe weg ist, also seit einigen, Tagen oder Wochen. Warum? Jedenfalls in relativ kurzer Zeit hat sie sich in der Taverne eingemietet. In der Taverne sitzt sie aktuell? Ja. Wenn man aufmerksam ist, kann man sie manchmal beobachten, wie sie ums Hexenhaus schleicht, aber sie lässt sich nicht erwischen. Steht die vielleicht auch direkt in Konflikt zu dem grünen Mann? Also, ich meine, wenn das so ein bisschen Naturgott ist, betet sie vielleicht zu einem anderen Naturgott oder... Woher kommt das normalerweise? Wenn es der gleiche Zirkel wäre, dann müssten sie eigentlich miteinander arbeiten. Hat sie einen anderen Gott? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie betet nicht zu dem alten Gott, sondern zu dem neuen. Der neue Naturgott oder der übernommene? Nicht dieser Gott der Geheimnisse, dieser alte, den Dings jetzt ist, sondern den neuen Gott, der alle alten Götter ablösen möchte. Okay, das heißt, irgendjemand möchte eine Eingottschaft dann etablieren. Polytheismus, sondern den Mono-Variante. Wie heißt der? Ach, ich bin schlecht mit Namen. Benjamin helfen. Marla. Marla. Er scheint auch aus dem Süden zu kommen. Warte, wie schreibt man das? Marla. Man spricht. Marla. Wow. Marla, nehmen wir. Was war das beste Trinkgeld, das du je erhalten hast? Schauen wir mal. Die 6. Oh, das ist cool. Ich habe eine furchteinflößende Klinge, ein von fremdartigen Händen geschmiedetes Schwert aus schwarzem Stahl, plus 2 Stärke. Junge. Ey, ich habe so viel Stärke bekommen. Kannst du uns vor dem bösen Ritter beschützen? Ich glaube ja. Oh, dann bist du bestimmt der starke August oder so, das ist dein Trick. Mhm. Auch die ganze Zeit Maulwürfe. Und zwar echte Maulwürfe. Hat er dann irgendwie ganz viele Maulwürfe gefangen und dann baut er dann so ein Howdy Lukas auf. Ja. Weiß ich auch, wie du die Müllers Tochter bekommen hast mit den Armen, oder? Als Ricardo gegangen ist, hat er mir die schwarze Klinge hinterlassen, weil ich ein so wunderbares Lied gespielt habe. Ist das vielleicht eine Klinge aus den ehemaligen Kämpfen? Irgendwelche Kriege, die das Land verheert haben? Ich meine, wir haben ja auch unseren Söldner Kantor, 60 Jahre, erzählt natürlich auch mal ganz viel Blödsinn. Was waren das für Kriege? Er sagte mir, dass es die singende Klinge ist, die einer Legende nach in den Südlanden geschmiedet worden ist und verheerend in den Kriegen zwischen dem Südland Tulan und dem nördlichen Imperium Valkan Schlachten entschieden hat. Zu welchem davon gehören wir? Wir gehören zu gar keinem. Nee, Südlande, also Tulan, da kommt dann auch der Priester Baduk her und diese Religion von Banim, ne, die kommt aus Tulan
Gemeinsam mit dieser Klinge konnte man dann die feindlichen Invasoren zurückschlagen. Und die Leute, die im Krieg waren, also auch Kantor äußert sich nicht dazu, Baduk möchte da wenig zu sagen, was das für Feinde waren. Man weiß nicht mal, ob das Menschen waren. Mhm. Gut, einen weiteren NPC brauchen wir von dir noch. Die Beckers-Familie. Denn wir haben eine Mühle, wir haben eine mehrere Bauernhöfe, aber einen Bäcker haben wir noch nicht. Ja, und vielleicht. Den muss es ja auch geben. Mhm, Bäcker. Der Bäcker Ulf. Ulf. Ich finde es ja geil, dass im Vergleich zu Gunnars riesigen Bauernhof das Rathaus richtig arm ist. Ich mag den noch größer, warte mal. Warte, wir können das ja auch vergrößern, oder? Der Bäcker Ulf ist ein relativ stämmiger Mann, hat aber ordentlich Kraft. Das traut man ihm gar nicht so zu. Der muss ja auch jeden Tag in der Früh aufstehen und hat einiges auf dem Kasten, was so das Körperliche angeht. Ist ansonsten aber eher plump. Okay, dann haben wir alles.